Hallo Welt, hallo Sarah, ja, hallo Sandra. Ja, da sind wir wieder bei dir hier im Prosperity. Ich bewundere gerade dein T-Shirt, Herbs Gate. Aha. Oh, habe ich sowas an? Ja, und sind das Tattoos? Ah ne, das ist ein T-Shirt, was aussieht wie ein Tattoo wahrscheinlich. Das soll ein Tattoo sein. Ah. Jetzt mal habe ich schon geschaut. Ne, ist eher, glaube ich, so ein durchsichtiges Shirt. Ach was. Gut, was machen wir denn? Hoffentlich nicht zu durchsichtig für YouTube. Nein, nein, nicht vorne, nur die Arme. Aha. Soll ich mich umziehen? Nee, muss ich nicht. Sollen wir nach Pastor Jerome? Ja. Wenn du Lust hast, kannst du auch auf der Karte gucken, weil wir sind in Prosperity, ich weiß nicht warum. Aber wir könnten zu Pastor Jerome, der wäre jetzt am nächsten. Mhm, okay. Ausbruch. Expedition los. Halbe Essbeck-Körbe. Haben wir das nicht schon gemacht? Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Mit dem Flugzeugträger oder haben wir das nicht geschafft? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Denn ich habe das ja schon zweimal gemacht. Die Singleplayer-Kampagne, ja. Also. Das Audiofil, nein. Alte Schmiede. Okay. Also ich sehe jetzt nicht. Haben wir überhaupt eine Mission zu Pastor Jerome im Moment? Ich glaube, da kann man vorbei und den abholen oder gucken, was er dann hat. Nebenmission steht bei mir dran, ja. Ja, bei mir auch. Wir machen das doch. Okay. 1000 Meter. Okay, Tresiana. Ich weiß nicht, hier ist ausgeflogen. Was haben wir denn hier? Ach, Helikopter. Nein, nicht fliegen, bitte. Aber hier, Seilrutsche. Das ist doch toll. Aber wo müssen wir denn hin? Die Richtung. 1045 Meter, das schaffen wir doch jetzt. Führt die Seilrutsche direkt dorthin? Nein, mal runter. Oh, hab ich. War ich schon mal hier? Sputnik war einer der ersten, die angelernt haben, als ich und meine Schwesterin auf dicke Hose gemacht. Da haben wir ihn vermöbelt und für uns arbeiten lassen. Ist egal, dass er entkommen ist. Knapp. Oh, waren das die Schwestern? Ja, die Tür. Naja. Schauen wir mal. Mal. Wenig los hier im Wald. Oh, da ist ein Elch. Elch. Da war ein Elch. Jetzt rennt er weg. Er ist schwimmen gegangen. Ich. Wollen wir fahren? Ich war auch gerade hier beim Boot und wollte dich fragen, sollen wir fahren? Ich glaube, dann fahren wir. Sollen wir Boot? Wir müssen ja eh darüber. Ob wir jetzt das da umkreisen oder... Du fährst. Okay. In 2 Meter, aber wer weiß, was hier im Fluss ist. Tigerfische, Haifische, Enten, Frösche, ja. Kaulquappen, Forellen, Angelhaken, Piranhas. Würmer. Ah, da oben, stopp, kriegen wir den? Oh. Was war hier? Was ist? Ach, hier so ein Plünderer. Ah, habe ich gar nicht jetzt drauf geachtet. Da oben ist er, ja. Wollen wir den holen? Ah, du bist ja schon da. Und fertig mit lustig. Sonst sind doch immer seine Kompanieros in der Nähe. Diesmal nicht.
Nee, die haben ihn alle eingelassen. Wahrscheinlich haben sie nicht damit gerechnet, dass wir unterwegs sind. Sollen wir mit dem Boot weiter? Ich denke, das ist am schnellsten, oder? Ja, von mir aus gerne. Können wir machen. Ja, du kannst springen. So. Alles bereit? Oh, der Stein, der Stein, der Stein. Oh, das ist eng. Da ist ein Vogel. Moment. Wir müssen ich bin sowieso landeilen. Ja. Im Herz, oder? Geht der Fluss wohl auch darüber? Nein, falscher Knopf. Ja, wir könnten auch weiter den Fluss entlang. Okay. Nee. Doch nicht? Nee. Wieder zurück? Oh, ja, raus. Da oben. Ein Paket. Hallo. Sorry, dass dein Empfang im Tal so rau war. Ach, ich bin so langsam im Lauf. Ich hoffe, es ist noch keiner da. Naja, und wetten, wir haben ja unsere Waffen dabei. Ach, du bist das. Die steht genau vor mir und ich treffe sie nicht. Ein gratis LKW für uns. Oh, da hängt ja einer am... Oh, nettes Motorrad haben wir wieder hier. Was mit Beifahrersitz. Was ist das hier? Müssen wir die kaputt machen? Nein, wir müssen die plündern, oder? Plündern? Die Kiste hier plündern... Und hier was im LKW ist. Was war das? Oh, schöne Sachen hier drin. Aha. Wo? Wo? Was, wo, was? Warst du beim LKW? Ach so. Sollen wir mit dem Motorrad hier weiter? Oh, ja. Aber zurück auf die Straße kommen. Kein Problem. Wir haben ja Rollen darunter. Räder. Andere sagen Räder dazu. Ein Tutor. Glaube ich. Ja. Ein Elch. Vorsicht, der Elch. Oh. Oh, sowas kann ich. Ja, ich war auf Entenjagd, deswegen habe ich eine andere Waffe jetzt dabei. Ah, okay. Pumas. Egal. Moment, sind wir nicht zu weit? Nein, wir fahren der blauen Linie nach. Schöne Straßen dran. Wer will was? Oh, Gefangenentransport. Einfach mal. Wollen wir den holen? Ach, jetzt nicht. Ja. Hey, was läuft denn hier rum? Hasen! Wow! Halt, halt, halt. Ich steig mal eben ganz kurz aus. Ich muss mal... Ich brenne! Die hat schon wieder irgendwas mit Feuer gehabt da. Wollen wir weiterfahren? Ja. Warte mal, aber wir müssen wieder zurück, andere Richtung. Ich glaube, wir haben eine Abzweigung verpasst. Oh oh. Gut, wo sind wir denn hier? Hm, ist das in der Nähe der Garage, dieser Autowerkstatt?
die Schrauberbude. Ah, die Schrauberbude also, ja. Aufpassen, Händler. Ich weiß, ich sehe im Moment überhaupt nicht unsere Markierung, deswegen... Ja, fahr mal weiter geradeaus zurück. Und dann hier links. Links, genau. Ach, genau. Bist du noch da? Ja. Ja. So, nur noch 120 Meter. Ach, da ist es. Okay, ich weiß Bescheid. Ich glaube, wir halten mal hier so. Okay. Können wir uns anschleichen. Wie gehen wir vor? Ja, leiser ein bisschen. Du rechts, ich links? Ja. Die sind eh beschäftigt. Ich glaube, der ist oben. Ramones Ausblick. Boah, ich vergaß. Wie krass brutal das ist. Gibt es hier irgendwas? Lass mal gucken. Wo ist er da oben? Aha. Wer ist das mit dem Zeichen? Oh, vielleicht ist das der Auftraggeber. Oh, warte, ich bin nicht so schnell. Ich habe noch nicht geklickt. Ich bin etwas überladen. Ich weiß gar nicht, höre ich das, wenn du den ansprichst? Keine Ahnung. Ich muss mit dir reden. Ja, er will mit mir reden. Okay. Warum ich bin schon da. Leiche? Was mache ich jetzt wegen Jerome? Das weiß ich nicht. Was machst du wegen Jerome? Danke, dass du mich rausgehauen hast. Pastor Jerome und ich greifen jetzt schon eine Weile Konvois an und befreien Gefangene. Aber dieses Mal ging alles schief. Wir haben einen Truck überfallen und gerieten in einen Hinterhalt der Highwaymen. Sie haben Jerome. Ich bin gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Gott weiß, wohin sie Jerome gebracht haben. Vielleicht finden wir einen Hinweis in diesem Truck. Er ist nicht weit von hier. Okay. Jerome kommt nach Hause, neben uns. Müssen wir ihm jetzt folgen? Das weiß ich nicht, aber schau mal, ich habe dir was mitgebracht. Ja, den habe ich doch schon. Ach so. Welchen Truck? Truck. Moment, hier. Hier oben ist übrigens auch noch was. Eine Komponente habe ich. Da drüben im Turm ist noch eine, wenn wir die holen wollen. Ich glaube, das ist ganz gut. Du möchtest ja auch deine Waffen nachher verbessern. Also muss ich da rein. Liegt hier rum, schläft in der Sonne. Dann hat er einen Sonnenbrand nachher. Ja, hier rein. Bist du schon hier drin? Ach, du bist hinter mir. Ja. Wie viel gibt es denn hier zu entdecken? Hier oben ist noch eine Komponente. Ja, drei brauchen wir. Wo? Okay. Du bist nur da hochgekommen. So ein bisschen gesprungen bin ich. Mhm. 3 von 3. Was gibt's noch da oben? Hier oben ist noch was zu lesen. Ach, da bist du ja. Und das ist etwas zu lesen. Lesen. Notiz eines Überlebenden. Ramon, wir müssen die Leute dazu bringen, sich zusammenzuraufen. Niemand traut den anderen so sehr, dass wir gemeinsam gegen Highwaymen kämpfen könnten, so wie früher gegen die Peggys. Beim Schlafengehen glaubt jeder, er würde über Nacht von seinem Nachbarn ausgeraubt werden.
Denn als der Kollaps kam, ist genau das passiert. Jedenfalls wird es schwierig, einen Widerstand so aufzubauen. Jerome. Okay. Wollen wir hier rauf? Gibt's denn noch was da oben? Ich weiß nicht, vielleicht ein Gewehr oder so? Oh, Medizin ist hier. Warte, ich komme. Und Munition scheinbar. Geht's aber nicht. Doch. Aber hat sich nicht gelohnt. Aber hier ist eine Seilrutsche, die können wir dann nehmen. Okay, er sagte beim Truck. Truck, Truck, Truck. Ah, okay. Gut. Dahin, wo der Konvoi verunglückt ist. Oh, Mama Mia, fahren wir? Quatsch, die 200 Meter können wir laufen. Auf der Straße wird man immer wieder angehalten. Kommt man ja nicht weit. Gut. Wildschweine. Ach so. Viele. Viele, viele. Viele, viele Wildschweine. Böse, böse Wildschweine. Wildschweine jagen oder in Ruhe lassen? Wildschweine sind auch weg. Wo sind die Toten? Keine Toten. Oh. Ach, egal. Wo bist du? Hast du einen gefunden, einen Toten? Von dem Wildschwein? Nein. Ich habe da drüben den Truck gesehen. Deswegen, oh, der ist ja. Der sieht nicht gut aus, glaube ich. Finde. Oh ja. Im Suchgebiet. Ja. Aber wir sollten im Suchgebiet sein. Was suchen wir denn? Hinweise oder wie? Ich glaube Hinweise, ja. Hier ist Blut. Ja, und hier ist das Zettel. Da ist jemand gefallen, du brennst. Kühles Wasser. Hoffentlich. Hoffentlich kein kochendes Wasser. Okay. Highwayman Befehle. Es gibt da so einen verrückten Prediger, der mit einer Schrotflinte, der rumläuft und Konvois angreift. Wenn ihr ihn fragt, mein Boss will so schnell wie möglich mit ihm reden. Er bringt ihn zur alten Kellett Farm und wir bringen ihn dann zum Verhör. Die alte Kellett Farm also. Jürgen kommt nach Hause. Okay. In die Richtung. Okay, dann geht's also in der nächsten Folge zur alten Kellett Farm. Ja, ohne Auto. Ohne Auto? Okay. Ist er nur 170? Er sieht uns schon wieder. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.